Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 16. Februar, dem Dienstag. Ich grüße Sie an dieser Stelle und wir starten die Woche heute mit dem Devisenradar erst am Dienstag, aber ist kein Problem. Gestern gab es einige Bewegungen, die wir auch kurz kommentierten im Stream. Heute soll es jedoch, Sie sehen es auch schon an der Headline, heute um das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar gehen, der hier grundsätzlich an seinem weiteren Boden offenbar arbeitet. Dazu schauen wir uns vom Wochenchart ausgehend mal die Situation an und zoomen uns dann sukzessive in den gegenwärtigen Verlauf. Sie sehen hier, dass der starke Ausverkauf seit Mitte 2015 enorm an Fahrt gewann. Gerade Ende 2015, Anfang 2016 ging es ja nochmal richtig nach unten, um dann, und das ist wie gesagt keine Überraschung, tendenziell hier im Bereich eines früheren Tiefs hier aus 2010, 1,4240, eine Stabilisierung zu erfahren. Rein von den Symmetrien des Ablaufs her wäre sogar noch ein tieferer Touch möglich gewesen. Wenn wir uns rausscrollen, kommen wir dann sogar hier auf die Niveaus zur Finanzmarktkrise. Das wäre hier sozusagen ein Paraderücksetzer gewesen, wenn denn das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar einen solchen Rücksetzer vollzogen hätte. Hat es leider nicht. Insofern, diese erste Unterstützung scheint hier bereits zu halten. Und wenn wir uns anschauen, diese Stabilisierungstendenz, insbesondere dieser starken Kerze hier, die es hier in den Vorwochen gab, muss man doch durchaus interpretieren, hier könnte noch ein Stück weit was nach oben gehen. Allerdings, neben dem Stabilisierungsabläufen, die wir hier im Wochenchart sehen, können wir uns auf dem Tageschart jetzt nochmal genauer in den Chartpreisverlauf reinzoomen. Und da sehen wir, ja, dass unlängst hier diese Symmetrie des Aufwärtsimpulses schon erwartet wurde, allerdings eigentlich gern der Preis hätte ruhig noch ein Stück weiter höher gehen können, hat er letztlich nicht getan. Aber was wir jetzt sehen, seit den letzten Impulsen von Anfang Februar, eben hier diese starke Wochenkerze, auch insbesondere mit diesen zwei starken Handelskerzen hier gekennzeichnet, sieht man seither eine leicht rückläufige Seitwärtstendenz, also oszillieren. Der Markt kommt hier ja seit den starken Impulsen mit dem Auftakt in den Februar so recht nicht in Fahrt. Und wir haben auch hier, wenn wir mal die Kerze nehmen, vom 3.2. speziell, den Kerzenkörper, und das ist ganz interessant zu sehen, gelbe Zone, dann sehen wir, dass wir hier inside dieses Kerzenkörpers vom 3. Februar sind. Natürlich gab es immer mal wieder kleine Ausreißer nach unten, aber nunmehr seit fast zwei Wochen hier ein zäher Seitwärtslauf innerhalb dieser großen Kerze. Also letztlich hier eine ganz klare Konsolidierungsphase auf tiefem Niveau. Letztlich auch hier doch zu sehen, dass wir auch eine leichte Unterstützung aufgebaut haben im Bereich 1,4360, 1,4370. Schauen wir uns im Stundenchart gleich nochmal an. Und zusätzlich können wir hier auf Tagesebene ja einen Aufwärtstrend entweder so, wenn man versucht, möglichst viele Auflagepunkte zu erwischen, initiieren. Da wäre heute praktisch die bisherige Umkehr positiv zu sehen. Aber auch, und das ist immer ein bisschen Vorsicht geboten mit den schrägen Trendlinien, wäre auch eine solche Trendlinie, wenn man hier nur die zwei letzten lokalen Tiefpunkte verbindet, möglich. Wie gesagt, schräge Trendlinien sind doch durchaus etwas mit Nachdenklichkeit behaftet. Man darf sie durchaus in den Chart ziehen, aber die Fragwürdigkeit des Anlagepunktes, Schrägstrich der Auflagepunkte, ist immer wieder gestellt. Rein technisch, wenn man das eben so sieht, dass man viele Auflagepunkte erwischt, kann man sagen, okay, die Aufwärtstrendlinie ist gerade noch so intakt, sofern wir heute keine neuen Tiefs machen. Das wird übrigens 10.30 Uhr interessant. Aber unabhängig dessen sind wir hier vom unteren Teil dieser Range, die sich hier, wie gesagt, seit mehreren Tagen ausgebildet hat, jetzt nach oben wieder gekommen. Und das britische Pfund heute, wie gesagt, bislang jetzt jüngst sehr, sehr stark, schon 102 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegt sich das per so um die 125, 135. Also eigentlich ist schon relativ viel vonstatten gegangen. Aber, großes Aber, wir haben heute hier News aus Great Britain und das schauen wir uns direkt mal an, wie das hier ausschaut. Nämlich 10.30 Uhr kommt hier ein ganzes Paket an Inflationsdaten, insbesondere Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Handels-, Einzelhandelspreise. Das ist ein Cocktail aus Inflationsdaten, die hier dem britischen Pfund nochmal zusätzlichen Drive geben könnten. Mit Blick auf den Tageschart ist daher wichtig, wenn diese Zone um 1,4410 auf der Unterseite, und hier sind wir ein Stück weit weg, 1,4590 knapp auf der Oberseite. Aber hier 1,4410, da sollten wir heute nicht runtergehen. Auf Tagesbasis einfach Obacht geben, wenn das britische Pfund neben den News und den weiteren Tagesverlauf heute hier nach unten rausbrechen sollte, dann wird es hier bei 1,4360, 1,4370 interessant, ob hier eine Stabilisierung gelingen kann. Wenn nicht,
ist es hier durchaus denkbar, dass wir nochmal in Richtung neuer Tiefs machen. Und da sei dann auch hier auf den Wochenchart verwiesen, der hier durchaus noch Luft lässt. 1,42,40, ein wichtiges Level aus dem Jahr 2010, ganz klar. Aber hier im Tageschart 1,44,10, 1,43,60 sozusagen die nächsten Unterstützungspunkte, wo der Markt letztlich drehen sollte, sofern es denn gen Süden geht. Und wenn man die Saisonalität nimmt, da muss man sagen, okay, nach einem leichten volatilen Verlauf ist zum Ende des Februars hier eine saisonale Schwäche zu erkennen. Das spricht jetzt also nicht wirklich für anziehende Preise, aber die Konsolidierung, die eben hier seit dem 3.2. läuft, lässt sich auch in Form eines, ja, Art symmetrischen Dreiecks, symmetrischen fallenden Dreiecks viel mehr kennzeichnen. Hier haben wir auch eine Abwärtstrendlinie, auch wieder eine Sache der Auflagepunkte, aber wenn man sie denn so strukturiert, dann wird es eben hier auf der Oberseite spannend. Und sofern wir jetzt mal von dem bullischen Setup ausgehen, dann könnte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar die aktuellen Gewinne weiter ausbauen und dann wäre mit Ausbruch über diese kurzfristige Abwärtstrendlinie und insbesondere über 1,4590 sicherlich Luftpotenzial gen Norden gegeben und dann dürfte es hier noch einiges an Potenzial geben. Kurzfristig gesehen, da muss ich direkt mal hier diese frühere Linie beanspruchen sozusagen, um hier ein Widerstandslevel zu identifizieren. Und das wäre dann knapp unter 1,50 praktisch die nächste Zielzone, sofern wir hier nach oben rausgehen. Aber man bedenke, wir sind immer noch in der Konsolidierungszone seit 3.2. Und hier muss er erstmal nachträglich oder nachhaltig auch raus über 1,4590 oder eben unter 1,4410. Der Wochentag heute selber sagt uns nicht viel Positives. Da sehen wir, dass wir heute hier am Dienstag mit 42% positiver Schlusspreise, ja, einer ganz klaren negativen Bias haben. Bis auf den Mittwoch ist hier, wie gesagt, eigentlich die Tendenz generell schlecht. Warum? Natürlich, weil das britische Pfund seither immer wieder schwache Tage hatte. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen sehr, sehr spannend. Wir sind Intraday und da gehen wir jetzt direkt nochmal in den Stundenchart. Heute hier auf Tageshoch gerade unterwegs. Schauen Sie sich die Kerze an. Die aktuelle Stundenkerze, das ist ja schon ein Move, will ich mal meinen. Der zieht hier ordentlich nach oben raus. Hier haben wir das Vortageshoch bei 1,4535 etwa. Da steuert er jetzt drauf zu. Und wir haben auch hier sehr schön zu erkennen die Unterstützung, wie angesprochen, 1,43,60, 70 etwa. Aber hier auch diese Abwärtsbewegung. Moment. So. Abwärtstrendlinie können wir auch noch ein Stück tiefer machen. Da geht es wieder, wie lege ich die Trendlinie am besten an? Ich versuche mal hier die obersten Punkte einzufangen oder sind wir dann auch hier mit dem gestrigen Tageshoch an einem Kreuzwiderstand und hätten dann auch die Range erschöpft. Also hier Vorsicht, was denn da passiert. Aber 10:30 Uhr heute, wie gesagt, viele Inflationsdaten, da kann es sehr, sehr turbulent gehen, zu hergehen. Und was sagt aber uns jetzt abschließend noch die FTSE-Logik für den heutigen Tag? Da habe ich interessanterweise ein bullisches Pattern zu sehen. Obgleich hier mit 27 Erscheinungen sehr, sehr übersichtlich, das fällt im Prinzip aus dem Raster raus. Hier müssten schon mindestens 30, 35 Erscheinungen während der letzten Jahre gewesen sein, sind nur 27. Das heißt, na, so richtig signifikant ist das noch nicht, aber die Trefferquote mit 74,1% ist sehr, sehr aussagekräftig und dies verspricht rein technisch anhand der FTSE-Logik hier einen Aufwärtsmove in Richtung 1,95,93. Da sind wir natürlich noch ein gutes Stück entfernt, aber wäre ganz interessant, hier das mal so zu interpretieren, dass rein von der FTSE-Logik her heute hier eine Performance von 0,79% plus erwartet wird, obgleich natürlich hier auch das bisherige Tagestief da nicht ganz dazu passt. Schauen wir uns aber auch hier die Intraday-Logik an. Die will ich Ihnen auch nicht vorenthalten heute. Sieht nämlich auch ganz spannend aus, obgleich hier, das ist schön zu sehen, tendenziell bis zum Vormittag eigentlich rückläufige Preise hätten erfolgen können. Das ist nicht geschehen. Sie sehen hier die aktuelle Stundenkerze, der schießt hier nach oben raus. Die FTSE-Logik selber hat aber auch interpretiert, dass wir es heute mit einem ansteigenden Tag zu tun haben und auch hier deutlich über 1,4550, 1,4561 sogar hier im Hoch, so rein prognostisch mal, was die Intraday-FTSE-Vektorlogik uns sozusagen hier heute auswirft. Also spannend ist es in jedem Falle. Von daher aufgepasst, was hier 10:30 Uhr passiert. Wochentagsstatistik und auch die Tendenzen sind hier ein Stück weit zwiegespalten. Ich würde mich daher an den Tagesschartverlauf orientieren und hier nochmals abschließend an eben dieser Zone und ein Verlassen würde ich hier erst dann als Signal werten, nach oben wie nach unten, also hier eben 1,4410, 1,4590 und alles dazwischen, meine lieben Zuschauer, das können Fakes sein, das können auch immer wieder
angetäuschte Manöver sein, wo man da sagen muss, lieber mal abwarten, wohin denn hier die klare Tendenz geht, wenn wir hier ausbrechen. Und bis dahin ist meines Erachtens bis auf Intraday-Moves größerer Natur das britische Pfund erstmal neutral zu werten. Chancen gibt es in beide Richtungen. So, dann, liebe Zuschauer, sage ich erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.